Hallo und herzlich. Ja, wie versprochen habe ich von der letzten zu dieser Folge. Das hat mir gerade ein bisschen. Warum auch immer. Ja, ich von der letzten bis zur Folge. Von der letzten bis dieser Folge habe ich das Feld da hinten fertig ansehen lassen. Und ich habe ein paar Fahrzeuge repariert, weshalb wir jetzt viel weniger Geld auf dem Konto haben, als eigentlich gedacht war. Aber auch egal. Denn wir werden jetzt hier Gras ansehen. Achso, und die Helferbetankung links war an. Die Helferbetankung Sackgut war an. Dann hat das auch noch ein bisschen, knapp 1000 Euro oder so gekostet. Das ist schon ganz schön. Ja, war nicht wenig. So, und ich glaube, der Punkt, der Stadt da steht noch. Ja, ja, kann aber den kleinen Feld nicht so schön sein, als ich kann. Ja, da oben. Machen wir mal eine Taxi wieder so extrem, weil ich das gerade mal gestartet spiele. Dann muss ich aber immer erst einlaufen, so ein bisschen. So, dann müssen wir das richtige Ding ausführen. Die richtige. Fruchtabdruck, Gras. Und dann können wir jetzt auf. Abfahrt einstellen. Macht er das richtig? Zack, wieder extrem. Ja. So, jetzt muss ich dann mal heute. Eigentlich sollte ich auch relativ zügig, wenn ich das nicht so weiter habt hier, relativ zügig durch das Feld durchkommen. Da hat sich wieder aus. So, und dann werden wir jetzt nicht düngen lassen, wir werden nämlich selber düngen. Mit dem John, der jetzt knapp 22 Stunden hat. Na ja, komm, fahr vorwärts. Jetzt noch weg. Lass den Ding noch gerne runter. Wieder hat er drin. Starten wir das Rätsel. Boah, doch, die Arbeitsbreite ist weiter als ich es gedachte. Ja, so ungefähr kommen wir los. Und davon. Dann nutzen wir auch fast die ganze Arbeitsbreite. Jetzt hört natürlich so gut wie nichts, aber was soll ich machen? Ich sehe nämlich sonst nicht, wo ich schon gewesen bin und wo nicht. Das mache ich jetzt übrigens auch deswegen so früh hier. Direkt nach dem Ansehen. Mit dem Ding. Ja, da müssen wir gleich noch mit dem Striegel hier mal drüber ziehen. Das hat schon wieder so extrem mit Knallwasser. Ja, ich denke mal, es wird jetzt auch bald mal ein PC bei mir geben.
Aber ich weiß halt noch nicht genau wann. So, langsam fängt es an, wieder flüssiger zu werden. Das ist doch so einigermaßen gut. Wenn ich jetzt schon sehe, wir haben 5 Minuten aufgenommen und bisher nichts geschafft. Bis auf eine Bahn dünn und den Kursbehelfer aufs Feld setzen. Mittlerweile auch mal ein bisschen flüssiger. Naja, flüssig ist es auch noch nicht. Also ganz flüssig zumindest. Aber es läuft schon etwas flüssiger. Jetzt hat er hier schon den richtigen Hacker drin. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann noch nicht sagen, woran das liegt, dass er so oft hackt. Problem ist, alles neu brauche ich mir jetzt keinen neuen PC mehr anlegen. Das bringt nämlich eh nichts mehr. Das macht alles nur Arbeit, den ganzen Kick darüber zu spielen. Aber für den LS22 wird schon gar nicht mal so schlecht. Gab jetzt auch von Nordrhein TV Play hier, wo die da waren bei Giants. Und erstes Gameplay-Material von YouTubern gezeigt wurde. Da hatten sie zwar noch viel deaktiviert, sowas wie den Helfer und so. Und die KI war, glaube ich, auch deaktiviert. Was passiert jetzt? Ah ja. Ah ja, jetzt weiß ich auch. Gut, was genau das jetzt war? Keine Ahnung. Aber er hat anscheinend im Hintergrund irgendwas geöffnet. Meine ich. Und ich weiß ehrlich nicht, warum der da jetzt in der Mitte Streifen freilässt. Sehe ich jetzt gar nicht so wirklich. Das waren die Streifen, die, glaube ich, letztes Mal nicht angesehen waren. Also nicht genau, was da jetzt falsch gelaufen ist. Ja, eigentlich auch egal. Macht ja nichts. Ich glaube, wenn ich sehe, wie das jetzt gerade hackt, sollte ich, glaube ich, direkt nach dieser Folge die nächste Folge aufnehmen. In der Hoffnung, dass es da dann nicht mehr so hakt, weil das Spiel ja gerade schon warm gelaufen ist. Oder ja, hat schon eine Zeit läuft, die haben wir mal dazu gehabt. Und da sieht er jetzt, wird wieder alles gedüngt. Keine Ahnung, was da dann jetzt Problem war. So. Versuchen, muss ich jetzt hier noch ein bisschen den Dünger zu sparen. Denn, wenn er oben rechts guckt, ja, wirklich viel Geld ist da nicht mehr, ne? Aber wir werden im Abschluss, so kann ich schon mal sagen, werden wir definitiv die Pferdchen austauschen. Und da wird einiges an Geld noch von abspringen. Also
Ich weiß nicht, also ich habe jetzt für diesen In-Game-Tag schon ausgeritten. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie viel man dafür jetzt gerade bekommt. Ich will jetzt auch nicht gucken, das können wir gleich machen, weil wir hier mit Düngen fertig sind. Halten wir direkt hier so lang. Möchte nicht ausmachen. Dann fahre ich erstmal außen lang jetzt. Also die Arbeitsbreite von so einem Düngerstreuer, die ist schon beachtlich. Jetzt hier ein, zwei Stellen nicht gedüngt, das ist eigentlich auch egal. So, das wieder voll durchdrücken und dann geht's hoch hier. Hier düngt er nämlich alles. Ja, das muss daran liegen, wo letztes Mal angesät war und wo nicht. Keine Ahnung. Was genau das jetzt zu bedeuten hat. So, ziehen wir hier rum. Hier haben wir die Ecke mitgenommen. So, und dann müssen wir da wieder hochfahren. Zack, die Ecke auch gut mitgenommen. So. Mittlerweile läuft das Spiel dann auch so einigermaßen flüssig. Zumindest bei mir jetzt so im Spiel halt. Auf OBS sieht das nochmal ganz anders aus, wenn ich da wieder gucke. Aber naja. Vielleicht kann es einfach nicht, weil ab und zu muss ich sagen, sieht's auf OBS sehr, sehr schlecht aus. Und wenn ich dann im Videoschnittprogramm, am Videoschnittprogramm sitze, dann denke ich mir auch, so schlecht ist die Qualität ja doch gar nicht. Ja, also, vielleicht wird's einfach nur schlecht wiedergegeben, ich weiß es nicht. So, was ich auch nicht weiß, ist warum, jetzt tatsächlich, es da nicht annimmt. Den Dünger. Ja, ist ja egal. Müssen wir schon hinfahren drüben? Nee, sieht nicht so aus, oder? Nee, nee. Da können wir den hier erst striegeln lassen und ich denke mal, das werde ich bis zur nächsten Folge machen, wo wir dann, wo ich eigentlich dann die Tiere verpflegen wollte. Heißt also, ich werde bis zur nächsten Folge die Dings machen, die Striegeln machen. So, und dann in der nächsten Folge werden wir die Hühner sauber machen und ich denke mal, wir werden ihnen auch noch mal ein bisschen Futter hinkriegen. So, jetzt können wir auch direkt mal gucken, wie viel die Pferde mittlerweile wert sind. Die habe ich immer brav jeden Tag ausgeritten, so auch heute schon. Karte wird geladen. Dann lad mal ein bisschen schneller. So, jetzt ist er fertig.
halt daneben hier müssen wir hin. Also wie gesagt, da muss ich ein bisschen sauber machen, dann könnten wir auch ein bisschen Futter noch nachlegen. Und die Pferde sind tatsächlich schon 31.000 Euro pro Pferd wert. Dann kann man nochmal 5.000 abziehen für neue Pferde. Aber ansonsten ist das echt gutes Geld. Also kann ich mich nicht beschweren. Und ich werde noch einen Ingame-Tag weiter sein. Also das muss man so sagen. Ich werde einen Ingame-Tag weiter sein. Also dafür. Ja. Sieht das gar nicht mal so schlecht aus. So, dann werden wir jetzt aber einmal den Kurs, der Kurs, den wir drin ist, löschen. Und dann noch fix Striegel anhängen. Da ist der Hochladen. Warte mal, was kann man eigentlich alles am Hochladen verkaufen? Hochladenstand. Alles! Aber auch nicht unbedingt gut. Hier ist es nur mittelmäßig. Auch nur mittelmäßig. Hier ist es echt relativ hoch. Ja, ist auch nur mittelmäßig. Sonnenblumen. Kann man das gar nicht verkaufen. Sojabohnen kann man hier hammergut verkaufen. Mais. Auch richtig gut. Kartoffeln am besten. Zuckerrüben kann man da gar nicht verkaufen. Baumwolle kann man da auch nicht verkaufen. Zucker auch nicht. Eier kann man hier am besten verkaufen. Das ist wirklich. Also was Eier angeht, ist der Hochlandstand der beste. Aber dafür. Dafür haben wir den ja auch geholt. So. Wir wollen jetzt aber nicht am Hochladenstand gucken, sondern wir wollen den Striegel anhängen. Und ich bin noch am zweifeln, was wir im Abschlussstream machen sollen. Sollen wir in ein weiteres Feld investieren? Sollen wir den Kredit zurückzahlen? Oder sollen wir den Hof erweitern und einfach zwei Hallen hier hinsetzen. Sorry, Ränder. Bisschen doof. Die Hallen würde ich halt einfach hinsetzen, damit der Hof wenigstens hat. Womit, also ein Unterstand hat halt einfach, wo ein paar Maschinen rein können. Denn wenn die so draußen stehen, ist es ja auch nicht schön. Klar, vielleicht können ja noch ein paar Maschinen und Dings reinstellen. Aber da sind ja Heuballen drin, das. Ja, da ist nahezu alles drin. So, Feld 21 Striegel. Wieder Striegel Feld 21. Dann halt so. Ach, alles nicht. Dann kann ich ihn trotzdem schon. So. Und damit war es das dann auch aber von dieser Folge. Lasst gern einen Daumen und ein Abo da. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ciao.